Leute, ihr müsst meine Frage beantworten. Bekomme ich das hier und das hier alles in diesen Rucksack und in diesen kleinen Koffer? Eins in den Chat, wenn ja. Zwei in den Chat, wenn nein. Jo, Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog in 2020, genau so ist es. Falls es heilen sollte, es tut mir mega, mega leid. Wohnung bisschen groß, der Wohnzimmer, du weißt Bescheid. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mit dieser Kamera aufnehme. Deswegen wirklich, ich hoffe so sehr, dass der Ton und so weiter passt, ne? Zuallererst, Freunde, wie geht's euch? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr habe ich euch die Frage gestellt, wenn ihr in einem Hotel seid, packt ihr die Sachen in einen Schrank oder lebt ihr vom Koffer aus, ne? Ich war der, der vom Koffer lebt und da haben ja einige von euch auch geantwortet, dass ihr genau wie ich seid. Jetzt aber das nächste. Wie seid ihr, Leute? Seid ihr Menschen, die vom Wäscheständer leben? Also ich pick wirklich die Sachen vom Wäscheständer runter, bevor ich hier reingehe, mir die Sachen hole. Ja, das eine oder andere, ja, habe ich tatsächlich auf Lager. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht. Ich glaube, das meiste habe ich schon Ewigkeit nicht mehr angehabt. Ja, Freunde, was steht heute an? Beziehungsweise nicht heute. Ich bin von heute, heute ist Freitag bis Sonntag, bin ich in Salzburg. Genau wie letztes Jahr findet wieder das E-Bundesliga-Trainingslager statt. Und bin jetzt ein Jahr beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag und das ist jetzt mein zweites Trainingslager und ich bin unnormal gespannt. Letztes Jahr wurden wir ja im Team Meister in der E-Bundesliga. Das ist in Deutschland vergleichbar mit der VBL. Zuallererst möchte ich Benji Austria, Aydin, Sandro und Harun grüßen. Mit denen sind wir letztes Jahr Meister geworden. Vom letztjährigen Kader sind nur noch Sercan und Andres übrig. Den neuen Kadermitglieder lernt ihr auch hier in meinem Vlog kennen. Oder Vlog, wie heißt das? Vlog oder Vlog? Das zum Beispiel könnt ihr mir auch in die Kommentare reinschreiben. In einer halben Stunde muss ich los, da kommt mein Zug. Ich muss noch Koffer packen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe übrigens, was heißt ich, wir haben extrem viel geplant, so lustige Sachen, ne? Wir haben so Challenges geplant, wie die Flachwitz-Challenge, Fußball-Challenge wird es wahrscheinlich auch geben. Schreibt mir in die Kommentare, vielleicht fallen euch noch andere Challenges an, mit Bestrafungen zum Beispiel. Muss nicht nur um Fußball gehen. Auf jeden Fall bin ich hyped. Heute lernen wir, wie gesagt, die Jungs kennen, die neu im Kader vom FC Red Bull Salzburg sind. Und wisst ihr, was ich mich absolut noch nicht traue, auf der Straße zu filmen? Weil ich möchte euch unbedingt zeigen, ne, wie katastrophal der Taxi-Service in Salzburg ist. Also katastrophal, ich bin das halt einfach nicht gewohnt. In Wien geht das alles extrem unkompliziert. Am Hauptbahnhof streiten sie sich immer, wer jetzt fahren darf und wer nicht fahren darf, wer den Kunden aufnehmen soll und was weiß ich was. Das ist zu lustig. Aber ja, ich traue mich einfach noch nicht zu filmen. Dennoch wird es einiges an Outputs, glaube ich, von mir geben. Genauso ist es. Ich werde wirklich euch alle 3 Tage mitnehmen. Es werden mindestens 3 Vlogs geben. Und 2 Challenges. Aber es kann auch sein, dass ich diese Challenges in einen dieser 3 Videos reinpacke. Ansonsten, ja, mindestens 3 Videos sind geplant. Da lernt ihr mich dann auch wieder mehr so aus der Real-Life-Sache kennen. Nicht nur durch die Videos. Aber ja, Leute, ich muss jetzt packen. Nein, ich hasse packen. Dann gehen wir mal an. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Leute, das geht sich niemals aus. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Es geht nicht mal zu. Ich bin so gespannt. Ich bin jetzt, ja, es ist die Stunde der Wahrheit. Ich bin so gespannt, ob das zugeht. Let's go. Oh mein Gott, Leute, das sieht gut aus. Oh Gott, das geht zu. Kann ich noch was reingeben? Egal. Oh mein Gott, das geht ja voll leicht. Wir haben es geschafft. Aber jetzt kommt noch das Elektrozeug und ja, dann geht's los, Freunde, dann geht's ab nach Salzburg. Leute, ich habe ein großes Problem. Ich muss die PS4 mitnehmen. Das Stativ, diese ganzen Kabeln, das ist die Elgato übrigens, Pflegezeug, das muss ich alles jetzt in den Rucksack reinpacken. Fühlt sich so an, als würde ich jetzt irgendwie ausziehen oder so. Ich muss das echt zugeben, aber ja, hilft nichts. Ich werde das Ganze jetzt einpacken. Vielleicht sehen wir uns noch kurz vor Salzburg, ansonsten sehen wir uns direkt in Salzburg. Leave a like on this Video, genau, and comment below. Bis dann. Ja,
ich habe es geschafft. Musste noch eine zusätzliche Tasche nehmen, weil ich dann noch mein Mikrofon drinnen habe. Damit muss ich mich jetzt fortbewegen. Ich fahre mit dem Zug, nämlich zum Zug und nicht mit dem Auto, nicht mit dem Taxi. Warum fahre ich nicht mit dem Auto? Und diese Schuhe muss ich sogar mit der Hand tragen. Ich muss sie einfach so tragen. Ich muss sie einfach irgendwie gucken, dass ich sie so tragen werde, aber ja. Da muss ich jetzt durch. Vielleicht passiert irgendwas während der Fahrt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann direkt in Salzburg. Diese Bato muss ein bisschen viel tragen, aber ist kein Problem für diese Bato. Bis dann. Bin endlich in Salzburg angekommen. So lustig, Andres und ich, wir waren einfach im selben Zug. Und Andres, komm her gleich. Komm her gleich. Bruder, was denn dein Statement dazu, dass wir im selben Zug waren? Was soll ich sagen? Dazu gibt es eigentlich gar nichts zu sagen, oder? Ist echt so. Übrigens, ich habe jetzt auch gesehen, also wir haben einen neuen Streaming-PC bekommen in der Streaming-Area. Genau so ist es. Zeige ich euch dann auch gleich. Und ja, was ich euch jetzt zeige, ist die Trikot-Beflockung. Trikot sieht so stabil aus. Ja, also die Trikots kennt ihr eh höchstwahrscheinlich und lasst mir jetzt beflocken, nehme ich euch da auch mit. Gibt ja höchstwahrscheinlich mit Sicherheit den einen oder anderen, der nicht weiß, wie ein Trikot beflockt wird. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Bruder, hat Grund für 12? Meine Nummer im Trikot, also beim Fußball die Nummer. Wo spielst du? Bei Grenau. Position? Innenverteidiger. Oha. Er wird mich abräumen, der Bruder. Also, du legst es einfach da drauf, schaust, dass du einfach schön mit denen in der Mitte bist. Und dann, dass du dann einfach da unten noch ein schön in der Mitte bist. Dann. Schutzfolie. Kann ich da drauf drucken oder? Ja, vor. Wenn du durchstehst und jetzt so einmal fest zudrucken. Genau. Geht jetzt automatisch auf. Boah. Genau. Kannst du dann vorziehen? Das ist das Mörder. Du legst es noch ein paar her. Wie viele druckst du circa an einem Spieltag? Verschieden. Können dann 100 da sein. Echt? So heftig. 100, 150. Geht das irgendwie auch rein in die Hand oder so in das? Oder? Nein, das ist ja ganz leicht, funktioniert bei dir. Okay. Du hast da hinten eine Gasdruckfeder und die reguliert das dann alles. Trikot ist schon fresh, oder? Mir ist richtig fresh. Ah, ich feiere das voll. Ich finde persönlich, das ist das schönste Trikot seit der Ära. Aber das Vergleich mit dem Jahr, was ich bei der ersten E-Bundesliga gehabt habe, ist schon, gell? Richtig mega gut. Finde ich auch. Sag mal, Bruder. Oh, mit der Nummer 7. Wer ist da dein Vorbild? Von Salzburg oder allgemein? Naja, von allgemein, wegen der Nummer 7. Raul. Raul? Stabil, Bruder. Das ist mein Lieblingsspieler. So Leute, zurück in der E-Sports Area und das... Ich kann nicht mehr nicht beginnen, so Leute. Allein schon dieses Milchglas-Design hier mit dem FC Salzburg-Logo, sieht so geil aus. Da habe ich auch mein erstes Foto mit einem unserer Zuschauer gemacht. Blende ich euch auf jeden Fall an, also solltet ihr mir noch nicht auf Instagram folgen. Instagram Pato FIFA. Check das aus, dankeschön dafür. Auf jeden Fall gerade angekommen und das ist leider Gottes der zweite Versuch, wo ich es aufnehme. Bisschen Ausgleich vom FIFA-Spielen, Darts darf ich nicht wählen. Bam, ich mach 3x20, okay? Schau, okay. Ich wirf jetzt einen, bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Was sagst du? Ja, ich dort. Chat, was sagt ihr? Wohin schieße ich? Bevor ihr jetzt das seht, kommentiert. Wo werde ich treffen? Ich sage, ich werde 20. Auf 20 ziele ich jetzt. 3, 2, 1. Huch! Okay. Fast. Okay. 10 minus 20 ist 10. Okay. Na, 10 plus 10 ist 20. Also fast. Okay, warte, ich mache noch einen zweiten.
Noch einen zweiten Versuch. Alter. Okay, was ist das? Ja, gar nicht mal so schlecht. Also, ja. Also Leute, wenn wer Lehre machen möchte als professioneller Darts-Dingsbums-Spieler da, meldet euch bei mir. Bin sehr gut. Und hier das Highlight dieses Raumes, die E-Sports Area. Sieht so geil aus. Vier Leute können das spielen. Die zwei Bildschirme oben. Was ist? Er ist überhaupt die Ehrenmafia. Rechenprofi. Ja, gell? Ehrenbruder. Warst du Rechenkönig in der Volksschule? Ja, na sicher, ich war der Beste. Auf jeden Fall, die zwei Bildschirme oben, da wird das quasi übertragen, das Spiel. Der legendäre Kühlschrank, den darf man hier auch nicht vergessen. Hier die ganzen Konsolen. Jetzt wird gerade alles eingerichtet, aber grundsätzlich optisch, mir gefällt der Gamingstuhl extrem. So einen möchte ich auch zu Hause haben. Ich brauche eher einen für zu Hause. Und auch das nächste Herzstück ist, Leute, das guckt mal, klein, aber fein. Das ist die Streaming-Area, also von da an von dort streame ich, genau so ist es. PC haben wir ganz neu bekommen, dazu aber demnächst mehr. Ich bekomme auch so einen und ja, wie gesagt, wenn ich den bei mir zu Hause habe, kann ich dann echt mehr über dieses Produkt reden. Ist auf jeden Fall mega, mega geil. Und was ich auch mega geil finde, Leute, guckt, das ist hier quasi diese Kastentür eben zum Zumachen. Zweiter Bildschirm, das war echt mein Wunsch, dass da ein zweiter Bildschirm am Start ist. Das haben sie richtig gut gelöst. Ich habe mich immer gefragt, wie werden sie das lösen. Aber hier einfach bam, hängen oder ja, schweben lassen quasi. Und dann kann man quasi hinein hieven, biegen, was auch immer. Aber sieht mega, mega stabil aus. Von da an werde ich morgen streamen. Ich weiß jetzt nicht, wann der Vlog rauskommt. Aber ja, morgen Samstag. Mega, mega stabil. Erstmal einen Schluck machen. Stößchen! Das sieht auch mega stabil aus, Leute. Da kann man hier, da gibt es so ein Geheimfach, kann man irgendwie aufstecken, ausstecken, keine Ahnung, was, wie das sich das nennt. Auf jeden Fall kann man da die Konsole hinstellen und ganzes Elektrozeug. Hier ist noch so ein Kabelkanal, kann man sich schön hier ein Bildschirm oder zwei Bildschirme aufbauen. Eins versus eins, genau so ist es. Da sitzt man sich dann gegenüber, spielt dann gegeneinander. Auf jeden Fall richtig coole Idee. Das Ganze haben wir mal zwei hier. Das in der Toren-Variante mit den Gaming-Stühlen und das hier in der Pillow-Variante. Ja, richtig gut. Die E-Sports-Area ist auch gleichzeitig ein Fan-Lokal, also an Spieltagen. Ja, kann man sich hier dann noch ganz gechillt ein paar Getränke rein konsumieren. Ein paar Erinnerungen aus der Vergangenheit. Das ist richtig stabil. Da ist auch Vereine wie Lazio, Paris, Schalke, Dynamo Zagreb zum Beispiel habe ich gesehen. Es gibt sicher irgendeinen, mindestens einen von euch, der Fan von Dynamo Zagreb ist. Celtic ist auch am Start, auch stabil. Schalke hier, Dopingkontrolle. Dann die Legende, Alexander Zickler, mehrfacher Torschützenkönig. FC Bayern sieht man hier, echt stabil das Ganze. Der Meisterteller, Legende. Wir sind ja auch Bundesligameister und wir haben die Belohnung bekommen quasi, dass wir mit den Fußballprofis am Balkon steigen dürfen. Ey, das war einmalig, oder? Auf jeden Fall. Also ich hoffe, das können wir wiederholen. Dann ist es nicht mehr einmalig. Genau, sondern zweimalig. aber ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl. Es war echt unbeschreiblich. War echt geil. Ja. Vor allem da die Fans, die auch zugejubelt haben. Ich finde das auch cool, dass die das so schön aufnehmen, den E-Sport. Ja. Ist ja nicht überall so. Das stimmt. Echt nice. Mega, so. Mega. Also die Meisterfeier war persönlich bis jetzt einer meiner größten Highlights, seitdem ich hier unter Vertrag bin. Und das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir geben dieses Wochenende alles, dass wir gut vorbereitet sind eben für das E-Bundesliga-Finale. Was, glaube ich, ich schreibe es euch am besten drüber, das Datum. Ist auf jeden Fall auch live wieder auf Sky Sport Austria. Da haben wir morgen ein Interview, aber da, wie gesagt, morgen mehr dazu. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch, letztes Jahr, ich war ultra nervös, aber diesbezüglich reden wir dann morgen weiter. Für mich geht es dann jetzt zur Vorbereitung bzw. Vorbereitung. Ich werde jetzt diesen kleinen neuen Freund in unserer FC-RBS-Familie einrichten. Und ja, damit wir morgen dann in aller Ruhe streamen können. Eines der weiteren Hauptaugenmerke hier an diesem Wochenende ist, wir suchen den Ersatzspieler für das E-Bundesliga-Finale. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland geregelt wird. Hier in Österreich gibt es immer einen Ersatzspieler. Es gibt auch Vereine, die machen das so, dass immer gewechselt wird. Wir haben uns das so ausgemacht, dass wir wieder einen fixen Ersatzspieler haben werden, der aber auch mindestens 2 bis 3 Spiele haben wird. Ich glaube, du warst schon mal, ja? Ja,
Welchen Jahr warst du? Ich war im allerersten Jahr war ich dabei. Und das ist jetzt wie lange her? Das ist jetzt 2 Jahre. 2 Jahre, also da, seit 3 Jahren gibt es die E-Bundesliga und er war schon im Kader vom FC Red Bull Salzburg, vom allerersten Kader. Und wie siehst du das Ganze, wie gehst du die Herausforderungen an? Also ich finde es das erste Mal viel positiver, dass der Ersatzspieler auf jeden Fall schon Spiele machen wird. Ja. Weil im ersten Jahr hat es mich getroffen als Ersatzspieler. Okay. Und da ist es ja blöd, du fährst nach Wien und kommst dann nicht zum Spielen. Ja. Aber ich glaube, dass das so viel besser gelöst ist. Und genau. Das wird richtig cool. Ja, finde ich auch. Letztes Jahr haben wir auch, ich glaube, letztes Jahr war Sandro unser Ersatzspieler, aber der hat mega viel gespielt. Also Sandro, wenn du das Video sehen solltest, viele, viele Grüße. Bist du motiviert? Ich bin komplett motiviert. Ja. Ey, das ist mein Team. Das kann man hier nebenbei auch noch kurz bestaunen. Ronaldo natürlich in der UCL-Version, komm, fokussier. Ronaldo in der UCL-Version, Mbappé, Neymar. Hast du vor, einen Team of the Year oder so einzubauen? Das ist relativ schwierig wegen dem Geld, aber wenn ich anziehen würde, oder wenn ich das Geld benannt hätte, die Münzen, dann auf jeden Fall. Wie viele Coins hast du gerade? Wisst ihr, was mich richtig überrascht, Chat? Chat, ich sag immer Chat, als würde ich gerade streamen. Wisst ihr, was mich richtig überrascht? Dass die Team of the Year im Vergleich zu den Jahren davor günstig sind. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht allzu viel Geld reingeballert habt. Real Life geht natürlich vor, damit ihr da Bescheid wisst. Ich kümmere mich jetzt mal um den Streaming-PC und melde mich später bei euch. Ciao! So Leute, während die Jungs... Ach ja. Übrigens Grüße auch noch an den Ehrenbruder, der mich in die Story gepostet hat, dass er gerade gegen mich in der Weekend League gespielt hat. Bruder, GG an der Stelle. Aber diesmal war nicht ich dein Gegner. Ein Bekannter hat ein paar Spiele für mich gemacht und ja, eines davon war er. Die Jungs auch fleißig am Hasseln. Oh, 4-1. Mit rote Karte. Huch. Seit der 10. Minute. Huch. Heftig. Und ja, Ehrenbruder Blacky. Wir haben leider ein paar Probleme mit dem Streaming PC, aber ich hoffe, das behebt sich. Blacky ist ja dieser eine Techniker, hoffentlich. Der Monitor funktioniert nicht oder sagen wir so, es lässt sich gerade nicht aufdrehen. Wir beheben aber das Problem. Ich habe immer noch das Problem, ich muss in die Linse schauen, aber ich schaue die ganze Zeit auf ein Display. Wo, was? Was, Richtiger? Wo ist der Elektriker? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich bin 10 Minuten da und das Ding läuft. Wo hast du es hingesteckt? Ja, auf die Grafikkarten natürlich. Ja, aber ja. Auf die Grafikkarte natürlich. Während die RM-Brüder trainieren, bin ich mal, ja, ich kümmere mich jetzt mal um das Wichtigste, nämlich um das Essen. Wow. Gibt so gute Sachen, extrem gut. Ich habe richtig Bock eigentlich auf eine Suppe, aber ich habe mich für diesen Salzburger entschieden. Wenn ihr jetzt diese Burger hier liest, okay, für was würdet ihr euch entscheiden? Also ich habe tendiert zwischen Salzburger und Chicken Cheeseburger. Aber ich habe mich letztendlich für den Salzburger entschieden. Getränke sind da auch am Start, also da mangelt es nicht. Hola mi gente, einmal kurz einen Videoschnitt und gleich alle Burger. Mmh, ich glaube alle haben Salzburger genommen, ne? Kann das sein? Ja. Oh, das jetzt. Mmh. Wer hat gerade Hunger, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Guten Hunger, Freunde. Ich laber kurz mit meiner Kamera, okay? Ja. So Leute, wir fahren jetzt wieder zurück in die E-Sports Area. Unglaublich, Grüße gehen raus an Matthias und Michi, genau. Die haben, ja, ich bekam unerwarteten Besuch von den beiden. Ja, richtig nette Jungs, auf jeden Fall. Ja, ihr seid gegrüßt, hat mich gefreut. Bitte ratet in den Kommentaren, wie viel kostet dieser HDMI-Splitter? Ratet mal. Ich zähle jetzt bis 5 runter und ich sage euch den Preis. Drückt auf Pause und kommentiert. 5, 4, 3, 2, 1. 70 Euro. Oh mein Gott. Hey Leute, mega, mega stabil. Wir haben gerade unsere, ja, den Streaming Point, wenn ich das jetzt so sagen kann, eingerichtet. Opera, sorry für den Wackler. Guckt mal an, ich zeige euch das Ganze. Hier das Bild, das bekomme ich dann quasi. Hier ist der eine Bildschirm. Dort sehe ich dann das Gameplay. Da, ich finde, man sieht dann so den Hintergrund. Fokussieren. Man sieht da den Hintergrund, sieht mega, mega stark aus. Die Jungs trainieren fleißig. Hier wird auch schon gespielt. Mega, mega gut. Das ist Dominik, mein Manager von Bub Gaming.
Den habe ich auch schon viel zu verdanken. Ja, Grüße gegen raus, Bruder. Da ist auch noch ein Point. Ja. Wie spät ist das denn gerade? Bruder, wie spät ist das? Achso, ich habe hier mein Handy da. 22.15 Uhr. Ja, 2-3-4 Stunden haben wir noch hier. Eventuell werde ich jetzt noch den Stream anschmeißen. Ihr werdet das dann eh gesehen haben. Aber es macht übelst Bock, Leute. Es macht übelst Laune. Guck mal, ich zeige euch von da. Man glaubt so voll wenig Platz, aber ja, ich weiß nicht, wenn man dann dort ist. Wir haben da genug Platz. Donation Gold für neues Handy, ha? Auf jeden Fall feiere ich das Ganze. Guckt hier nochmal. Pommes. Ah ja, stimmt. Habe ich ja noch gar nicht begrüßt. Maxi. Maxi, was geht, Bruder? Alles gut? Immer. Wie läuft? 3-0 gegen dich? War eh klar. So, Leute, das Stream ist jetzt eingerichtet. Guckt mal an. Feiere ich mega. Grüße gehen raus an FMG. Hat er richtig gut hinbekommen. Da kann ich dann die Szene wechseln. Zack, hier ist dann eben mein Gameplay alleine mit meinem komplett normalen Overlay. Hier in Split, da haben wir noch eine Facecam rüber, damit wir sehen können, was die Jungs da noch treiben. Aber feier ich, sieht sehr, sehr gut aus. Werde jetzt noch zum Streamen beginnen. Die auch noch am Zocken, Andres, Maxi machen sich hinten gemütlich. Sergio ist auch schon da. Bruder, grüße dich, was geht? Was geht? Sergio richtig gut. Er hat jetzt noch Schule gehabt, Abendschule und danach gleich hergefahren. Also korrekter Dude. Lass ich das Trainingslager auch nicht entgehen. Also wir als Team agieren da sehr, sehr gut. Raus, aber schnell! Wir haben gerade gestreamt, 2 Stunden. Mega, mega. Also fetten Dank geht raus an euch. Hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ja, wie spät ist es? Knapp 2 Uhr. Knapp 700 Zuschauer. Echt korrekt. Leider Gottes haben wir keinen Tote gezogen. Walkout Blau, Portugal. Pizzi, richtig belastend. Aber danke auf jeden Fall für euren Support. Gebt doch gerne auf den ersten Vlog einen Daumen nach oben. Richtig viel wurde trainiert, jetzt immer noch. Sergio ist am Schwitzen. SBC wird gebaut, da wird ebenfalls noch trainiert. Da wird, ja, jetzt ein bisschen Rast und Ruhe, Analyse mit Dominik. Auf jeden Fall der erste Tag war mega gechillt. Morgen geht's gleich in der Früh zum Sport und ja, ich bin sehr gespannt, wie wir alle draußen werden. Fußball-Challenge wird kommen. Ich weiß nicht, ob es ins Video von Tag 2 reinkommen wird oder ein einzelnes Video. Auf jeden Fall wird es auch mega geil und freut euch schon darauf. Nochmal, gebt dem Vlog ein Däumchen nach oben. Das war Tag 1, E-Bundesliga-Trainingslager. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein. Ciao.